Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück im schönen Valparaiso, einem Ort, wo es den meisten Leuten richtig gut geht. Die Zufriedenheit ist hoch, 94%, 93%, okay. Alle haben ein Dach über den Kopf, fast alle, glaube ich. Es gibt genug zu essen und auch die Schatzkammer ist prall gefüllt. Also beste Voraussetzung dafür, hier zu leben und beste Voraussetzung, diesen Ort noch größer zu machen, damit noch mehr Menschen hier glücklich sein können. Das ist unsere Aufgabe. Und wir haben zuletzt viel gebaut, logischerweise, man baut immer viel. Wir sind gerade dabei, hier endlich unsere eigenen Werkzeuge herzustellen. Das wird ein Meilenstein werden. Hier wird an der Schmiede noch gearbeitet. Ich werde die mal auf Priorität setzen. Und wir haben einen Wehrturm schon lange hier in Arbeit. Der ist aber immer noch nicht fertig. Werde ich auch auf Priorität setzen. Dann können wir nämlich dort auch Missionen annehmen. Dann, erinnern wir uns, haben wir ein ganz großes Projekt gestartet, das sehr wichtig ist für die kommende Stadtentwicklung. Nämlich hier, bisschen unschön gemacht, wenn man nämlich neu lädt, dann sieht man es nicht mehr. Hier irgendwo verbirgt sich der Plan für eine Brücke. Allerdings finde ich sie jetzt nicht mehr. Was ist das denn? Da. Ja, okay, also hier wird eine Holzbrücke gebaut, hoffe ich zumindest. Wartet auf den Baumeister, aber der sollte dann langsam kommen, aber das sollte erst geschehen, wenn das da hinten fertig gebaut ist. Und wir sehen es schon, in unserem Herrenhaus werden Türme gebaut. Auch das haben wir zuletzt noch hinzugefügt, unter anderem um die Schatzkammer zu vergrößern, aber natürlich auch, um es schöner zu machen. Eine große Schatzkammer ist auch deshalb wichtig, weil wir bald, naja, in einer Woche Monatsende haben und auf jeden Fall noch 10 weitere Bürgerliche oder Gemeinde, das ist ja hier dasselbe, brauchen. Um dann, und das ist so unser nächstes großes Ziel, hier in den nächsten Klerusbereich zu kommen, um dann eine schöne Kirche bauen zu können, die dann auf der anderen Seite des Flusses entstehen soll, zusammen mit einem weiteren Ortsteil. So, das ist der große Plan. Die Engstelle sind im Moment Bretter. Die sind hier fleißig dabei, aber die werden auch wirklich an allen Ecken und Enden gebraucht. Vor allem bei der Brücke. Ich glaube, die braucht 200 Bretter oder sowas. Das ist der reine Wahnsinn. Insofern werden wir jetzt erstmal ein bisschen zusehen und genießen. Ja, ich wollte die Vögtin schon wieder zu einem Auftrag senden, aber das mache ich jetzt mal nicht, weil wir, wie gesagt, Geld noch sparen wollen für das Upgrade unserer Einwohner. Ja, wir gucken mal. Wir haben 3 neue Leute, die wir im Moment nicht einsetzen können, aber das sollte dann kein Problem werden, wenn dann irgendwie die Schmiede mal fertig gebaut ist oder hier der Wehrturm fertig gebaut ist, weil da können dann auch Leute ihren Wehrdienst leisten. Die neu zugezogenen, die haben sich das vielleicht nicht so vorgestellt, dass sie das machen müssen, aber ist halt nötig. So, dann gab es einen Hinweis bezüglich eines schönen Glockengeläuts, das man ja hier direkt einstellen kann. Und es wurde vorgeschlagen, GEC einzustellen. Und der hellste Ton soll beginnen. Und das tut er auch hier mit der Staatsverzögerung. Also GEC. Wir gucken mal, wie sich das anhört. Ja. Ich habe ja davon tatsächlich gar keine Ahnung, aber das klingt nach einem schönen Geläut. Vielen Dank für den Hinweis, dann wäre das auch getan. Gut, was man nebenbei... Ach komm, wir bauen doch noch was. Was man nämlich noch machen könnte, wäre... Ich habe mir nämlich hier mal angeguckt, wie es aussieht hier mit der Attraktivität. Hier in dem Wohnbereich ist das gut, aber in dem ist es nicht ganz so toll. Hier können wir das, glaube ich, deutlich verbessern, indem wir unter anderem nochmal einen Brunnen hier platzieren. Wo finde ich den? Bei Nahrungsmittel eigentlich, genau. Wenn wir den hier so mitten rein platzieren, ist das, glaube ich, eine gute Sache für die Häuser, die hier stehen. Machen wir das mal. Okay, ja, verbessert sich jetzt schon. Ist ja wunderbar. Gut, dann geht das wieder raus. Und ich frage mich, wann jetzt hier der erste Hammerschlag an der Brücke getan wird. Und der Turm ist ja schon fertig, der eine zumindest. Das ist gut, weil den können wir dann nämlich schon definieren als nächste Schatzkammer. Hervorragend. Und damit passen 1370 rein. Und damit können wir auch, wenn wir 20 Fische haben, wir haben 19 Fische, muss ich mal aufpassen. Wir haben nämlich hier noch einen Auftrag. Ja, kommt. Ah, den kann ich nicht erfüllen, weil natürlich die Fische nicht im Lager sind. Das alte Problem,
mit dem Marktplatz und dem Lager, nicht wahr? Und da hattet ihr mir mal gesagt, was ich da machen soll. Und ich soll... Was soll ich hier tun? In den Ressourcen, sagtet ihr, gäbe es eine Einstellung... Verfolgen, ja, da sieht man, wo das ist auch ganz nett. Aufstocken, ah, die Bevorratung verhindert, dass Dorfbewohner gelagerte Ressourcen verwenden können. Das habt ihr mir versucht immer zu erklären und ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Jetzt habe ich es gefunden, dann machen wir das mal. Und mit dem Verfolgen ist das auch ganz nett. Kann man das auch hier noch einstellen? Na gut, das sind noch nicht Favoriten, auch interessant. Ja, gut. Okay, das heißt, jetzt wird aufgestockt. Dann können wir bei Zeiten Fisch verkaufen. Aber wir verdienen so viel Geld, Leute. Ist unglaublich. Wisst ihr was? Weil wir so viel Geld haben und wir schon wieder am Limit sind, werden wir mal die Vögtin losschicken. Da können wir nämlich noch ein bisschen Geld ausgeben. Die sollen mal wieder ein Mineralvorkommen erkunden. Sehr gut. Die Militärmission, die können wir jetzt im Moment nicht erfüllen, weil das Ding noch nicht zu Ende gebaut ist. Es mangelt auch hier an Brettern. Wie sieht es denn hier aus? Hier, auch hier mangelt es an Brettern. Eieiei, wo werden die Bretter denn alle hingetragen, frage ich mich. Das Blöde ist natürlich, wenn wir jetzt noch die Bürgerlichen upgraden, dann werden die natürlich auch noch wieder Bretter verbrauchen, weil die diese schicken Häuser bauen wollen. Ich vermute, das kostet auch Bretter. Tja, es ist natürlich eine Überlegung wert, um das zu verbessern, noch ein neues Sägewerk zu bauen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich meinte, Holz haben wir scheinbar genug. Hm. Interessanterweise. Doch, hier ist 54 Holz. Das müsste auch gehen. Ja, könnte man vielleicht machen. Könnte man vielleicht machen. Hier sammelt sich auch sehr viel Holz an. 76. Das würde sich, glaube ich, lohnen. Ich meine, das können wir dann immer noch wieder abreißen oder keinen hinschicken. Ich glaube, wir machen das mal. So, noch ein Sägewerk. Das mögen die Leute nicht in ihrer Nähe. Jetzt ist die Frage, wohin, ne? Ah, da will ich es auch nicht hinpacken. Wir könnten es uns natürlich erlauben, einfach unser Gebiet zu erweitern. Das Geld hätten wir, die Einnahmen hätten wir vermutlich auch. Allerdings müsste ich demnächst sowieso eine Erweiterung hier machen. Es wäre grundsätzlich praktischer, wir brauchen eigentlich ein Sägewerk hier. Aber eh die Brücke gebaut ist. Nee, Leute, wir machen das. Wir investieren. Wir werden Territorium dafür kaufen, weil ich das hier hinten dann irgendwie hinpacken will. Jetzt ist die Frage da. Ich glaube, wir nehmen das ganze Gebiet hier. Hier würden wir noch eine Fischressource bekommen. Wäre auch ganz nett. Ja, komm, wir nehmen das hier. Okay, gönnen wir uns das. Steuern müssen wir natürlich dann mehr zahlen. Ich weiß gar nicht, ob das exponentiell sich steigert. Muss ich mir auch nochmal angucken. Und dann drehen wir das. So, wie wir es haben wollen. Ist das jetzt das Ding? Ja, das ist das Ding. Sonst waren doch da immer die Eingänge gezeichnet. Ach, da sind sie auch eingezeichnet. Ja, ich packe es hier einfach in die Nähe des Lagers. Passt schon. Und dann baut das mal. Und da werde ich auch Priorität ranpacken. Und dann können wir uns gleich nochmal anschauen... Ja, was haben wir denn hier eigentlich noch? Ist das noch ein Rest Aufforstung hier? Nee, das ist nur eine Übermalung des anderen. Ja, wir können, glaube ich, hier dann auch Abbau definieren. Und vielleicht forste ich da auch dann mit auf. Könnte man machen. Man könnte mit dem Feld dann auch dorthin gehen, das ist auch ganz gut. So, Aufforstung dann gleich mit definieren. Und dahinter geht man dann noch mit dem Feld. Das passt schon. So, das wäre ganz schön, wenn die da jetzt schnell zu Potte kommen. Weil das bedeutet, wir könnten dann auch unsere Arbeitslosen dort hinschicken. Und das ist ja auch schnell gebaut. Braucht ja nur Holz. Keine Bretter. Bestens. Wir werden doch informiert, wenn die Gebäude fertig sind. Nein? Alt, doch, wartet mal. Aber hier fehlt noch der Turm. Das sieht so fertig aus. Aber das ist noch nicht fertig, Leute. Das ist noch nicht fertig. Jetzt kommt erstmal der Händler, das ist gut. Und wir sind auch schon am Ende der vierten Woche. Und damit dürften wir dann auch bald
die Aufwertung machen können. Wisst ihr was? Und wir machen aber erstmal, schauen wir uns mal die Bilanz an dieses Monats. Wir sehen am Marktplatz deutlich mehr verkauft. Hervorragend. Viel mehr Beeren, wahnsinnig viel Brot, Kleidung, erstmals richtig fett, Fisch in Größenordnung, das ist der größte Verkaufsposten bei uns. Handel ist runtergegangen. Ja, ist klar, weil wir selbst unsere Bretter jetzt benötigen. Das heißt, die 300 Bretterverkäufe, die werden wir jetzt nicht mehr halten können. Ebenso bei den Steinblöcken. Aber insgesamt ist die Bilanz wirklich sehr, sehr gut. Kann sich sehen lassen. Da bin ich zufrieden mit. So, wie sieht es aus mit dem... Aha. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir die Beförderung. Ganz wichtig. So, wir werden, denke ich, schon alle... jetzt erstmal zu Leibeigenen befördern, oder? Ne, warte mal, wir machen erstmal, hauen das erstmal raus. Ah, ich habe doch schon irgendwie zu viele Münzen wieder ausgegeben, oder? Es müsste aber reichen. 10 mal 50 sind bekanntlich 500, das passt also. Gut, wer kriegt eine Beförderung? Der Bäcker? Eigentlich müssten die Baumeister was bekommen, aber wollen wir das wirklich wegen des Effizienzverlustes? Ja, machen wir trotzdem, das ist eigentlich der klassische... Aber warte, die Zimmermänner, nee, die sind ja besonders wichtig jetzt. Das Problem ist hier, je höher die befördert werden, umso weniger arbeiten sie. Das wollen wir natürlich nicht. Die Bauern werden wir mal befördern. So, dann, ja, von mir aus die Baumeister. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 14 Bürgerliche. 6 mache ich noch. 1, 2, 3. Ah, das passt genau hin. Okay. So, damit haben wir 20 Bürgerliche. Damit haben wir es freigeschaltet. Und dann werden wir noch den restlichen... die restlichen Neuankömmlinge befördern. Und das war's. Perfekt. Damit kann es weitergehen. Und wir können uns dann direkt mal anschauen, was wir jetzt bauen können. Wir können jetzt eine Fassbinderei bauen. Das ist neu. Stellt ein Fass her. Wofür auch immer wir jetzt Fässer brauchen. Keine Ahnung. Wird sich noch zeigen. Und in der Nahrungsmittelproduktion können wir eine Hopfenfarm anlegen. Also, wofür man ein Fass braucht, ahne ich schon. Aber hier zum Beispiel bei der Brauerei braucht man komischerweise kein Fass. Finde ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ein Bier aus zwei Weizen, ein Hopfen und Wasser. Da wird es ein bisschen komplizierter. Aber das ist noch nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt erstmal das hier. Nämlich die Tatsache, dass wir hier was freischalten können. Wir können erstmal die niedrige Steinmauer kostenlos freischalten. Die Kirche, sehr schön. Und... nein, der Handelsbonus wäre doch auch noch ganz cool. Aber da fehlt uns natürlich der Einfluss jetzt. Wir brauchen nochmal Kircheneinfluss. Das wäre echt gut. Ah, verdammt. Und prompt, als ob der Gott, als ob Gott, nicht der Gott, Gott uns gehört hat oder wer auch immer. Gott würde es zu schätzen wissen, wenn ihr ein Monument errichten würdet, was seiner Pracht würdig ist. Ah, okay. Wir sollen eine Kirche bauen. Ja, das will ich auch. Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir dafür? Das ist jetzt wieder blöde, ne? Sagt mir doch einfach bei dieser Aufgabe, wie viel Zeit ich dafür habe. Weil, wenn ich jetzt 60 Tage Zeit habe, okay, mache ich. Weil bis dahin müsste die Brücke fertig sein. Aber wenn ich jetzt nur 20 Tage hätte, dann würde das nicht reichen. Aber es steht nicht, was passiert bei einem Misserfolg. Insofern werde ich das mal annehmen. Ich werde der Bitte nachkommen. So, hervorragend. Baut Kirche. Gibt keine Zeit. Ah, sehr schön. Gut. Was wir machen können, wir können jetzt den Fisch liefern. Das hat uns jetzt mal 200 Gold gebracht. Hervorragend. Und das bedeutet, dass wir auch hier bei den Ressourcen Fisch wieder in den Verkauf geben können. Wunderbar. Wunderbar. So. Wir sehen hier... aha, das ist das Kirchengebäude. Naja, ich bin gespannt, ob es da dann irgendwie auch noch schickere Elemente dazu gibt. Das gucken wir uns aber erst an, wenn das hier möglich wird. Aber mich macht ein bisschen nervös, dass das hier mit der Holzbrücke nun noch gar nicht vorwärts geht. Ist da irgendwas schiefgegangen? Etwas verwunderlich. So, dann frage ich mich, sind jetzt neue Häuser gebaut worden? Nee, das ist nämlich tatsächlich auch ein Problem. Keine Bewohner kommen, das ist okay, weil im Moment brauchen wir auch keine mehr. Und hier warten wir auf die Fertigstellung des Sägewerks. So, ich würde sagen, jetzt mal der Moment, dass wir mal ein bisschen schneller laufen lassen. Weil derzeit warten wir wirklich an allen Ecken und Enden. Hier ist zumindest alles geliefert.
Kein Zugriff auf Nahrung? Okay. Ja, Zufriedenheit nimmt etwas ab, klar. Weil neue Leute da sind und kein Platz zum Wohnen ist. Das wollen wir hier drüben aber einrichten. Hm. Aber sie müssten sich eigentlich als Bürgerliche ja... Ah, ich glaube, das Problem ist auch, dass keine Bretter da sind. Und sie deshalb nicht angemessenen Wohnraum finden. Deswegen wären die vielleicht auch ein bisschen sauer. Das könnte sein. Aber nee, an der Brettersache arbeiten wir. Priorität haben wir dort gegeben. Hier sagt er uns, es fehlt Holz. Hier ist aber Holz da. Wir haben auch vier Träger da. Also eigentlich müsste es gebracht werden. Naja, da kommt schon ein Träger. Der bringt das. Sehr gut. Gut. Den Auftrag mit dem hölzernen Wehrturm, den werden wir dann auch bald erfüllen. Die Baustelle ist fast beendet. Super. So, warte mal. Jetzt, oh, jetzt haben wir erstmal diese Aufgabe erledigt. Hervorragend. Und damit haben wir 10 Einfluss beim König und 5 Schwerter bekommen. Aber, was ich jetzt machen will, ich werde jetzt was anderes machen. Endlich... Wir sind in der Ruhephase. Endlich kann ich mal dieses Feld nochmal neu zeichnen. Wir werden das mal hier wegnehmen, weil es irgendwie auch ein bisschen hässlich aussieht. Ich werde mal überlegen, ob ich es auch hier unten ein bisschen wegnehme. Und dafür gehen wir in die Richtung ein bisschen hoch. Fruchtbarkeit ist ja auch noch da. Das müsste auch gehen. Ups. Ja. Müssen wir mal sehen, vielleicht nehmen wir es ganz hier in dem südlichen Bereich raus. Das wird sich zeigen. So, warum habe ich jetzt pausiert? Irgendwas wollte ich machen, gucken, keine Ahnung. Wie läuft das jetzt mit den Soldaten hier? Ah, schaut mal, wir können einfach zuweisen. Okay. Trainingspuppe wäre wahrscheinlich noch sinnvoll. Ja, würde ich sagen, weisen wir mal einfach 3 Leute zu. Aber wir brauchen natürlich jetzt hier vor allem auch Leute im Sägewerk. Und wie ist das? Die müssten doch jetzt eigentlich Schwerter benötigen, oder? So stelle ich mir das zumindest vor. Hier ist was Neues dazugekommen. Schaut mal. Das ist ja richtig beeindruckend. Also hier kann man dann so ganz schön so große Burgen damit dann bauen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ermöglicht die Ausbildung und Heilung von Soldaten. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. In dem Zusammenhang eine Bitte nochmal an euch. Es wäre sehr schön, wenn ihr es vermeidet, mir schon im Vorfeld zu erklären, wie welche Gebäude funktionieren, was man da machen muss und so weiter. Das ist doch Teil des Spaßes, dass man das selbst erkundet. Das ist so wie eine Geschichte spoilern in einem Spiel. Ist das eben in Strategiespielen spoilern, wie es funktioniert. Also ein bisschen drauf achten. Sägewerk, endlich. Wir werden jetzt unsere Bretterproduktion richtig nach vorne bringen. Ich frage mich, warum ist die Einwanderung eigentlich niedrig? Ach so, die Wohnfläche ist echt das Problem. Hm. Ich hatte gedacht, dass wir das Ganze noch so weit rauszögern können, bis wir hier rüberkommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl... Ach, schaut mal, hier wird irgendwas Neues gebaut. Hier wird ein Wohnhaus gebaut. Schön. Was ich sagen wollte, ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas hier mit der Brücke nicht klappt, oder? Vielleicht sind die mit ihren anderen Aufgaben noch zu schwer beschäftigt. Ich meinte, ja, okay, wir haben auch noch die Türme hier und sowas. Ich gebe zu, ich habe viel in Auftrag gegeben. Daran kann es liegen. Wir haben noch mal ein bisschen Geduld, würde ich sagen. Turm, Schatzkammer. Geht jetzt auf 1700 hoch. Gut. Okay, das Feld ist jetzt... verschwunden. Prima. Die zweite Woche des neuen Monats beginnt. Das nächste... Ah, schaut mal. Da haben wir also schon die ersten Soldaten. Hm. Weit entfernt von zu Hause. Die Puppe muss auch noch gebaut werden. Ich frage mich halt, wofür dann nachher diese Schwerter nötig sind. Ich hätte jetzt erwartet, dass man... für die Soldaten die Schwerter benötigt, aber wir sehen, das ist nicht der Fall. Die 5 Schwerter, die liegen irgendwo rum. Na gut, es ist wie es ist.
So, nächste Welle in 2 Tagen. Aber die Wohnfläche ist zu gering. Gibt es denn vielleicht einen Bereich, den wir noch hier freigeben können? Ja, das haben wir nicht. Ich verstehe nicht, warum hier nicht noch was gebaut wird. Da ist, wäre doch Platz. Wir sollten vielleicht auch nochmal die Attraktivität starten. Man könnte natürlich Folgendes machen. Ah, die Schmiede ist gebaut. Man könnte hier noch hingehen und das Feld in den Bereich noch packen. Das passt von der Attraktivität hier eigentlich noch ganz gut hin. Außerdem sind wir in der Nähe von Betrieben. Das ist von der Wohnsituation auch eine gute Sache. Ich glaube, das sollte ich tun. Wisst ihr was? Wir werden mal ausnahmsweise, ich pausiere mal kurz, wir werden mal das machen, was wir eigentlich nie wieder machen wollten. Wir werden mal das wieder verändern, während sie gerade aussehen. Was dazu führt, dass sie super frustriert nochmal neu anfangen müssen. Ja! Okay, wir gehen dann doch, soweit es geht, hier ran und im Notfall noch hier ein bisschen hoch. Okay, jetzt fangt neu an. Das ist schon in Ordnung. Und dann, warte mal, dann werden wir direkt mal hier noch ein neues Wohngebiet definieren. Was ist das hier eigentlich? Das kann ich auch nochmal weg. Ach so, nee, ist das alles Abbaugebiet? Ja, okay. So, hier ist halt auch ein Brunnen. Das mögen sie auch. So, und in dem Bereich finden sie es nicht mehr so toll, aber... Besser als nix, würde ich mal sagen. Ne? Vielleicht 2 Häuser, das wäre schon sehr, sehr hilfreich. Ein Mönch nähert sich dem Ort. Das ist sehr gut, weil wir brauchen nämlich Ansehen von der Kirche. Aber jetzt, ich habe ganz vergessen, die Schmiede muss ja besetzt werden. Da kommen auch, ach komm, 2 Händler. Ach, wir haben jetzt gar keine freien Leute mehr. Hm, das ist doof. Da würde ich doch glatt ein paar Leute irgendwo abziehen. Wir haben auch hier, warte mal, wir haben auch hier nur 2. Also wir brauchen eigentlich 3 Leute von irgendwo. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben mit Sicherheit irgendwo zu viele Leute besetzt für Kram. Zum Beispiel Träger oder so. Überall viel Träger ist vielleicht nicht nötig. Zum Beispiel hier nehmen wir mal einen weg. Was haben wir noch im... Absoluten Überschuss ist eigentlich Brot. Und 2 Müller sind eigentlich auch zu viel. So. Und was haben wir noch? Sehr, sehr viel. Mit Holz. Ach, da kommen wir auch gar nicht hinterher. Oder in der Schneiderei, aber weniger als 1 sollte man nicht haben. Ja, ich denke, ich nehme auch mal von den Holzfällern 1 weg. Das ist nämlich auch sehr, sehr in Ordnung, was wir hier haben. Vielleicht hier in dem Bereich. So, und damit haben wir 2 neue Schmiede, die müssen umlernen. Und wir brauchen hier noch jemand für die Bretter. Ein neuer Zimmermann. Sehr gut. Aber wir haben 33. Oh, Leute, es geht los. Sie beginnen zwar an einer etwas ungewöhnlichen Position mit dem Bau, aber wir wollen mal nicht mäkeln. Es geht immerhin los. Hervorragend. Insofern, alles gut. Und schaut mal, erstens, der Mönch ist da und zweitens, alle Türme sind fertig gebaut. Und ich habe auch hier noch einem Wunsch entsprochen. Das wurde kritisiert, nämlich, dass die Fenster nicht aufs Dorf schauen. Ich habe zumindest den mittleren Turm nochmal umdefiniert. Ich gebe zu, das ist wirklich schicker. Wir bauen auch hier eine Schatzkammer rein, haben jetzt schon Platz für 2000. Der Mönch. Wir wollen dem Klerus helfen, unbedingt, damit wir den Handelsbonus erhalten. Und jetzt ist die Frage, 10 Werkzeuge. Ja, ist doch kein Problem. Das kriegen wir doch sofort, ne? Ha! Perfekt. Und das bedeutet, vielleicht bevor die Händler noch da sind, schalten wir jetzt den Handelsbonus frei. Erhöhung des Handelsbonus um 20% durch die Loyalität des Dorfes Klerus. Ach so. Ach, warte mal, jedes Dorf gehört zu einem Stand? Ah, ja, alles klar. Das heißt Mittel. Das heißt aber auch, wenn wir Brot verkaufen, wenn wir Werkzeuge verkaufen, dann kriegen wir mehr Geld. Jo, hat sich doch gelohnt, finde ich gut. Sehr schön. So, Stichwort Werkzeuge. Wie läuft denn das jetzt mit den Schmieden? Sind die jetzt schon am Arbeiten? Nein, es fehlt an Stahl. Der müsste aber hier ausreichend liegen, an Eisen. 41 liegt hier. Kohle ist auch gut da.
fast schon zu viel. Da könnte man zum Beispiel einen Köhler rausnehmen. Da hätten wir dann, das, also wenn wir irgendwo noch was brauchen, Köhler wäre eine Möglichkeit. Wozu wir eigentlich die Soldaten brauchen, weiß ich immer noch nicht. Ja, braucht man für die Mission. Maximal 5. Vielleicht hängt die Erfolgschance von der Anzahl der Soldaten ab. Das sind alles rhetorische Fragen, die ich mir selber stelle, liebe Leute. Nicht sofort alles beantworten. Wir schauen mal jetzt mal hier, was der Schmied macht. Oh, er schleift. Er schleift eine Axt. Hervorragend. Das heißt, wir bekommen jetzt bald erstmals selbst hergestellte Werkzeuge. Sehr gut. Und das bedeutet, wir können sie auch ab jetzt eigentlich verkaufen. Im Moment ist ja der Einkauf hier noch eingestellt. Oh, warte mal, die Schmieden. Die schmiedet sogar richtig, so wie ich mir das vorstelle, was ein Schmied tun sollte. Wunderbar. Und was macht jetzt die Soldatin? Ach, die geht nach Hause, ne? Mhm. Alles klar. Ja, okay. Da haben wir schon wieder ein paar schöne Dinge erreicht. Sehr erfreulich. Zufriedenheit bleibt einigermaßen hoch. Und, haha, schaut euch das an. Hier sind tatsächlich Häuser entstanden. Also ein Haus. Immerhin. Immerhin. Vielleicht kommt ja noch ein zweites. Haben wir so ein bisschen gegen gearbeitet. Aber wenn erstmal die Brücke fertig gebaut wird, fertig gebaut ist, dann geht's richtig los. Dann können wir hier aus dem Vollen schöpfen. Darauf freue ich mich schon. Einnahmen sind auch bestens. Nö. Man kann jetzt wirklich erstmal zufrieden sein. Und mit diesen versöhnlichen Worten beende ich dann auch erstmal wieder diese Folge. Und freue mich auf die nächste, in der wir vermutlich, schaut mal, jetzt geht's aber hier rucki zucki, in der wir vermutlich den Brückenschlag erleben werden, auf die andere Seite. Und dann auch den Start der Baumaßnahmen hier. Und ich sage jetzt schon mal, wir werden natürlich hier als eine der ersten Aktionen eine Kirche bauen, aber vorher noch ein Holzfällercamp, um hier das Holz einigermaßen abzureißen. Dann werden wir Wohnraum schaffen, dann werden wir hier nochmal Beeren sammeln und. All das wird hier auch beginnen. Hier können wir noch ein Fischerboot rausschicken. Ach, es geht richtig gut voran. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.